Vielen Dank. Christian, für das Grußwort als nächstes hat Tobias Trommer das Wort von der Aktionsbündnis Einheit Stoppen und es macht sich bereit Franziska Brüchen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, vielen Dank für die Möglichkeit, hier bei euch zu sprechen. Ihr habt als Partei in Sachen Verkehrspolitik eine enorme Entwicklung gemacht. 2006 hattet ihr den Weiterbau der Stadtautobahn R100 im Koalitionsvertrag mit der SPD befürwortet. Heute gehört ihr zu den entschiedensten Gegnern. Ein wichtiger Impuls dazu war die von euch bei Topos beauftragte Untersuchung zu den sozialen Auswirkungen innerstädtischer Autobahnen. Das Ergebnis in Kurzform: Autobahnen durch dicht besiedelte Wohngebiete schaffen eine Schneise der Armut und soziale Ungerechtigkeit. Der Autoverkehr in Berlin geht zurück. Die Menschen nutzen verstärkt den öffentlichen Nahverkehr, das Fahrrad und neue Formen der Mobilität und fordern die Innenstadt als Lebensraum zurück. Andere Großstädte weltweit, und zwar von New York bis Moskau, bauen deshalb ihre innerstädtischen Straßen und Autobahnen zurück. Vor wenigen Tagen meldete Paris, dass die Stadtautobahn am Seineufer in eine Uferpromenade umgebaut wird. In Berlin wird dagegen überproportional viel Geld für den Autoverkehr ausgegeben, obwohl nur ca. ein Drittel aller Berlinerinnen und Berliner überhaupt ein Auto besitzen. Ein paar Beispiele, wie die aktuelle Berliner Verkehrspolitik konkret für die Menschen an der geplanten Autobahntrasse aussieht. Beim Neubau des Bahnhofs Warschauer Straße hat man die Fahrradständer komplett vergessen und baut dort viel zu kurze Bahnsteigdächer. Am Bahnhof Ostkreuz hat man die Dächer für die beiden Regionalbahnsteige eingespart. Erst durch unseren Protest gibt es jetzt am Bahnhof Warschauer Straße ein paar Fahrradständer und am Ostkreuz wurde für den oberen Regionalbahnsteig ein Behelfsdach gebaut. Nach der Sanierung der Bahnbrücke Altstrahlau ist die Breite der Fuß- und Radwege fast halbiert worden, um Platz für mehr Autospuren zu schaffen. Ein Fußweg auf der neu gebauten Künaststraße am Ostkreuz endet in nichts und auf einer Seite hat man den Radweg vergessen. Ich könnte jetzt noch stundenlang fortfahren. Die Verkehrslenkung Berlin bezeichnet Menschen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, als untergeordneten Verkehr. Das kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine Wende für eine nachhaltige, menschengerechte und ökologische Stadtentwicklung und Verkehrspolitik. Und zwar jetzt. Zentraler Punkt darin, der Stopp der A100. Die Erfahrungen aus Rot-Rot in Berlin haben gezeigt, dass ein Planungsstopp dazu nicht genügt. Bitte kämpft in den Koalitionsverhandlungen dafür, dass der 16. Bauabschnitt der Stadtautobahn schon vor dem Treptower Park gestoppt wird, möglichst mit einem qualifizierten Abschluss an der Sonnenallee. Bitte setzt euch dafür ein, dass die für die 100 vorgesehenen Flächen umgeplant werden, um so den Weiterbau der Stadtautobahn unmöglich zu machen. An vielen Stellen kann man dort preiswerte Wohnungen bauen. Vom Ostkreuz ist ein Grünzug mit Rad- und Fußweg zur Spree möglich. Der stillgelegte Containerbahnhof an der Frankfurter Allee sollte wieder reaktiviert werden, um so den innerstädtischen Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Im Namen des Aktionsbündnisses 100 Stoppen wünsche ich euch dabei in den Koalitionsverhandlungen viel Erfolg und Durchsetzungsvermögen. Vielen Dank. Vielen Dank, Tobias. Bevor Franziska...